Mit dem neuen Konzept der Schuh-Erlebniswelt hat Trier eine Kombination aus hinter die Kulissen schauen und Gastronomie-Oase in dem ansonsten kargen Industrieland eröffnet. Zentraler Punkt ist eine gläserne Schuhfabrik. In unserer gläsernen Manufaktur hat jeder Besucher die Möglichkeit, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Produktion unserer Schuhe zuzusehen. Wir wollen zum einen nochmal die Wertigkeit des Handwerks in den Vordergrund stellen und die auch den Menschen näher bringen, aber zum anderen auch das Erlebnis insgesamt für den Besucher so gestalten, dass er seine Freizeit auch bei uns verbringen kann. Romiculum nennt sich das angeschlossene Restaurant, was zusammen mit dem großen Biergarten 450 Sitzplätze bietet. Ausgeschenkt zur regionalen Küche wird original Trierer Löwenbräu. Wir haben zum Beispiel im Biergarten integriert einen Kinderspielplatz, einen Beachvolleyballplatz, einen Basketballplatz und einen kleinen Fußballplatz. Man kann Erfahrungen machen im Barfußpfad, wie sich verschiedene Untergründe anfühlen an den Füßen. Auch besondere Veranstaltungen und Events sind bereits geplant. Das nächste wird zum Beispiel ein Oktoberfest sein, um den Bereich Trier Nord und das Stadtgebiet attraktiver zu gestalten und zum Kulturangebot der Stadt beitragen.